Yes. Mwah, ha, 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 ha.
Ha!
Ich höre etwas. In die Richtung.
kenne ich doch. Doch wisst ihr's nicht, ich sag's euch gleich. Ninjalinos, die sind stark und dreist. Nacht-Ninja. Seine Ninjalinos haben alte Sportgeräte. Ja, Hallöchen, Pyjama-Helden. Gib die Sportsachen zurück, Nacht-Ninja. Die brauchen die Tag-Kinder. Oh nein, ich brauch sie. Für meine Super-Ninjalinos. Sie werden damit stärker und stärker. Bald kann ich ihnen meine fantastischen Ninja-Moves beibringen. Sie werden niemals so stark sein wie ich. Los, retten wir unseren Sporttag. Das übernehme ich, Leute. Ringelndes Reptil, gib mir das Fahrrad zurück. Die Tagkinder brauchen es. Aufhören! Au! Wow, die Ninjalinos sind echt stark geworden. Ja, bald können sie im Training gegen mich antreten. Bald, hab ich gesagt. Jetzt erstmal zum nächsten Trainingsparcours. Umblättern. Guter Versuch, Gecko. Aber wir brauchen einen Plan für uns alle drei. Nein, die Ninjalinos sind winzig. Ich bin mir sicher, dass ich stärker bin als sie. Na los! Wie? Du nimmst deinen neuen Roller? Ja, er kann nützlich sein. Das ist ein ganz normaler Roller. Wofür ist dieser Knopf gut? Keine Ahnung. Wow! Das ist ein Flugroller, genial! Wuhu! Vorsicht! Zum Fliegen braucht man viel Übung. Wirklich? Mir kommt's ziemlich einfach vor. Seht ihr? Ist ganz einfach. Ich bin richtig gut darin. Ups. Okay, aber sei bloß vorsichtig. Zum Eulengleiter. Logo, ihr nehmt den Eulengleiter, aber folgt mir. Vielleicht lernt ihr noch was von meinen großartigen Flugkünsten. Flugkünste. Wow! Wow! Ja! Aber, sollten wir nicht den Heißluftballon suchen? Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Worauf zeigt er? Eulenaugen! Da! Luna Girl! Wow! Ringelndes Reptil. In Zukunft gehe ich lieber zu Fuß. Habt ihr gesehen, wie gut ich hergeflogen bin? Schau gut zu, Eulette. Dann lernst du vielleicht ein paar meiner Tricks. Tricks? Du bist doch fast abgestürzt. Ja, ich bin der Hammer auf diesem heißen Teil, oder? Meine Flüge werden uns eine große Hilfe sein. Deine Flüge? Vergisst du da nicht noch jemanden, der fliegen kann? Kommt schon, Leute. Helft doch beide dem Team mit euren Flugkünsten. Romeo, wir konnten eben doch dein Labor stoppen. Mein geliebtes Labor, ja, ja, ja. Ich habe vielleicht meinen Zug verloren, aber dich habe ich noch, mein geliebtes Labor. Und jetzt bringen wir den Zug zurück. Das wird alle auf dem Jahrmarkt glücklich machen. Nächstes Mal besiege ich euch, Pyjama-Helden. Hä? Er hat sich nicht mehr für die Hilfe bedankt. Mach dir keinen Kopf, Gecko. Wir haben den fliegenden Achterbahnzug gerettet. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Ja, los geht's! Es ist gleich soweit! Ich war zwar schon mal auf dem Zug, aber dieses Mal wird's bestimmt noch toll. Ja! Ja! Hey, Leute, ihr dürft zuerst. Echt jetzt? Danke, Amaya. Ich warte gern. Viel Spaß dabei! Es geht ziemlich schnell.
Bolt! Mehr Bolt! Super Eulenflügel! Nein, 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 Wasser! So nass! Oh, warum ich? Warum Regen? Hör auf, dir Sorgen zu machen, ob du trocken bleibst. Stoppen wir Luna Girl nicht vor Sonnenaufgang, wird sie den ganzen Himmel verwolken. Es tut mir leid, ich bin total wasserscheu. Aber du hast recht, ich lasse euch nicht nochmal im Stich. Dann nichts wie los. Oh, Mondkräfte, macht diese Wolke größer und mit mehr Regen. Sie soll Catboy überall hin verfolgen. Ich sehe ihn gern wie ein verschrecktes Kätzchen rumrennen. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Oh, ich schaff's doch nicht. Nicht wegrennen, Catboy. Ich brauche dich, um Luna Girl zu stoppen. Und keine Angst, es sind doch nur ein paar Tropfen. Mondkräfte, verfolgt sie. Wo bist du, Luna Girl? Tu sie runter. Göttliche Geckos. Yay, wir können wieder sehen. Kommst du nicht durch, Luna Girl? Oh, ich glaube doch. Solange du eine dumme kleine Miezekatze bist, die Angst davor hat, nass zu werden, kannst du nichts daran ändern. Und das bedeutet, ich gewinne! Ich gewinne! Wolken? In eine Reihe und umkreis diesen Katzenjammerer. Nein, nein, miau! Ha! Jetzt kann ich zurück und den Tank mit mehr Wolken füllen. Mondkräfte! Schafft mehr Wolken und steckt sie in den Tank. Catboy, hilf uns. Ich kann es schaffen. Nass werden ist schlimm, aber noch schlimmer ist es, seine Freunde hängen zu lassen. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super Katzentempo. Wie wäre es mit einem Dino-Ritt nach Gecko-Art? Du tollpatschige Eidechse, lass mich runter. Und jetzt Landeanflug. Geschafft. Gute Arbeit, Pyjama-Helden. Eulette, du schlägst gar nicht ein. Bei uns ist alles gut, oder? Nur weil wir Romeo besiegt haben, ändert das nichts dran, dass du mich vorhin erschreckt hast. Nein, aber ich habe mich doch entschuldigt. Und so gruselig war es doch gar nicht. War es doch. Okay, aber können wir uns nicht wieder vertragen? Tut mir leid, nein. Warte, Eulette, bitte. Es ist nicht leicht, dieses Teil zu fliegen. Ist mir egal. Ich will mich mit Eulette wieder vertragen. Wow! Mein Flugsaurier! Hol ich mir meinen Flugsaurier zurück und das fliegende Miezekätzchen schnapp ich mir auch noch. Halte durch, Catboy, ich hol Hilfe. Eulette! 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 Hilfe! Ich kann auch euer Anführer sein. Also los! Oh, das ist eine Katastrophe! Vielleicht sollte ich dieses Mal fahren. Catboy, du wirst wieder normal werden, aber wir brauchen einen Plan. Ich habe einen Plan. Wir rasen um Nachtninja und Romeo herum, bis ihnen schwindelig ist. Dann springe ich schnell raus und schnapp mir den Schrumpfer. Naja, der Schrumpfer ist echt groß. Und du bist echt klein. Das wird schon wieder. Nur weil ich kleiner bin, bedeutet das nicht, dass wir alles anders machen müssen. Los jetzt! Was meint ihr mit, sie sind entkommen? Also, wo sind die Pyjama-Helden?
Jetzt soll den Schurken schwindelig werden. Was? Geh mir aus dem Weg, du schwindeliger Ninja! Wie nennst du hier schwindelig, du strampelnder Clown? Wuhu, ja! Hey! Wuhu, der großartige Catboy surft auf dem Schrumpfer! Auch wenn ich klein bin, wir haben es geschafft! Wow! Schrumpfer! Wo ist Catboy? Super Eulenaugen! Catboy! Was ist passiert? Funkelblitz durchleuchtet die Stadt. Es gibt keinen Zweifel, dass sie den Bösewicht aufspürt. Und er hat keine Chance gegen ihren Blitzflip. Kick und zack! Ich hab's endlich geschafft! Ja! Ich habe ihn nicht gesehen. Ich sollte doch warnen. Roboter! 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 Da kann der Gecko. Los, Gecko! Lass mich runter, du Riesenblechdose! Gecko, super Katzentempo! Hat der böse Riesenroboter das kleine Kätzchen etwa ausgebremst? Oh. Jetzt fessle sie! Keine Sorge, mein Blitzflip rettet euch! Aber das ist doch kein echter Superhelden-Move. Der ist aus einem Comic. Funkelblitz, Kick und Zack! Schuschu, Eulet! Und jetzt entsorge ich dich in der Recycling-Tonne, Roboter! Nein, lass mich los! Nein, dieser nutzlose Blitzflip. Eulet, alles okay? Ja, aber es tut mir leid. Warum wollte ich nur Funkelblitz sein? Ich bin Eulet. Jetzt kann sich Romeo die wertvollsten Bücher der Stadt krallen. Hab sie schon. Und bald werden sie voll mit Bildern von mir sein. Schnell, folge ihnen. Wir kommen mit dem Katzenflitzer nach. Okay, und dieses Mal benutze ich meine Eulenkräfte. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Wofür braucht sie denn ihr Funkelblitzbuch? Eulenaugen! Okay, ein kleines Vögelchen zwitschert mir, dass du hier bist. Und alle, die versuchen, sie sauber zu machen, werden mit Klebspritz-Sahneplatschern angespritzt. Das habt ihr davon, weil ihr meine Party stört. Wenn alle festkleben, kann niemand zu Geckos Geburtstagsparty kommen. Tut mir leid, Gecko. Alles meine Schuld. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, aber jetzt habe ich eine Idee. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Yay! Ah, Zeit, meine Kerze auszublasen. Was ist das für ein Lärm? Denk dran, wer zuerst denn ist, gewinnt. Was machen diese Pyjama-Blödis? Hä? Moment, ist das irgendeine Art Partyspiel? Na los, noch eine Runde! Ich bin im Gecko-Mobil, also hab ich gewonnen. Was? Oh, oh! Oh, danke, Catboy. Hört auf zu lachen, Ninjalinos. Das ist nicht lustig. Los, komm zurück, ihr Partypupser. Selbstreinigung. Ohne die Funktion hätte er die Torte im Gecko-Mobil nie explodieren lassen. PJ Masks ruft laut Hurra. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Das ist wirklich eine tolle Party, Greg. Dankeschön. Hä? Meister Feng Luftballons? Ich dachte, du magst lieber Eidechsensachen. Das stimmt, aber die sind für dich. Wow, danke, Greg. Die hebe ich für meinen Geburtstag auf. Ich gebe eine Meister Feng Party. Habe ich das schon erzählt? Mit Meister Feng Deko und einer Meister Feng Torte und Meister Feng Spielen. Oh, oh, und Meister Feng Musik. Und...